jump this party. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Hunger Games. Und ja, man merkt mal wieder, Geld regiert die Welt. Ich bin jetzt seit geschlagenen 45 Minuten auf dem HiveMC.com Server und versuche in eine Hunger Games Lobby zu kommen. Und es hat nach geschlagenen 45 Minuten auch endlich mal geklappt und ich bin in einem Spiel drin. Und ihr dürft mir das jetzt nicht übel nehmen, aber egal wie scheiße das Spiel jetzt auch wird, ich lad's hoch. Weil ich habe keinen Bock mehr, dass ich jetzt dann nochmal 45 Minuten dauernd auf dem Schild rechtsklick mache und versuche da drauf zu joinen. Da ist mir lieber, habe ich hier jetzt einen Scheiß. Oh, wir haben eine Eisenhose. Das ist nicht gerade schlecht. So. Jetzt natürlich versuchen, nicht zu sterben. Das ist natürlich leichter gesagt als getan. Hier oben ist eine Kiste, die holen wir uns. Hier ist eine Kiste. Da ist nicht viel drin. Und wie soll ich da hochkommen? Ah, hier ist ein Wasserfall. Bitte kommt jetzt keiner. Wieder eine Angel. Ich brauche doch ein Schwert. Ja, Mann. So. Das brauche ich. Das brauche ich hier. Alter. Das brauche ich hier so. Perfekt. Dann würde ich sagen, gehen wir weiter. Ich kenne mich auf der Map ziemlich gar nicht aus. Danke. Kettenhaube ist besser als Gold. Sage ich jetzt mal. Ich habe gar nichts. Achso. Ja, ich bin auch dumm. So. Natürlich immer mit einem offenen Auge, falls einer kommt. Was ich jetzt mal nicht hoffe. Wie gesagt, ich bin nicht der beste PvPler und erwartet euch nicht zu viel von dieser Runde, aber wieso? Ah, okay. Das ist nicht schlecht. Und hier ist eine neue Kiste. Das brauche ich zwar nicht mehr, aber ich nehme es trotzdem mit. Bottle of Enchanting. Komm, da glaube ich war ich noch nicht drin. Oder auch doch. So, das ist natürlich jetzt gar nicht mal so übel. Schüchen wäre noch recht. Aber wenn es sie nicht werden, dann ist es auch nicht so schlimm. Ich gehe jetzt hier einfach mal die Seiten ab. Seiten sind immer gut. Und hier sind sogar kleine Chicken Wings, die mir eventuell ein Level zusammenbringen. Und dann verzauber ich mir ein Steinschwert. So. So, hier durch. Ist da eine Kiste? Nope. Bloß schauen, dass jetzt keiner kommt. Habe ich alles angezogen, was ich brauche? Ja. TNT könnte ich mir vielleicht noch am Slot legen, aber... Nee, da ist eine Kiste. Wieso kann ich mit Pilz keine Ding öffnen? Boah, hier sind ja Kisten ohne Ende. Kisten Paradise. Das bringt mir alles nichts. Ich brauche ein Enchanting Table. Nein, oder auch nicht. So. Jetzt schauen wir mal, ob wir vielleicht wenigstens noch irgendwelche Schuhe finden. Egal welche. Aber dann hätten wir zumindest eine komplette Ausrüstung. Und das ist ja auch gar nicht so schlecht. So. Da geht es jetzt nicht mehr hoch, oder wie? Oder was? Oder wie? Oder was? Ja, doch, hier. Gehen wir mal hier entlang. Da schaut es irgendwie mysteriös aus. Oder auch nicht. So. Wie gesagt, ich kenne mich bei der Map so ziemlich gar nicht aus. Also bitte keine Vorwürfe jetzt, dass du machst es so dumm und ich habe jetzt 45 Minuten gewartet, dass ich endlich mal ein Spiel spielen kann. Ich bin jetzt froh, dass ich da bin und wenigstens mal eine Runde aufnehmen kann, dass heute wenigstens noch ein Video kommt. Und da will ich jetzt keine Kritik, die mich fertig macht. So. Leck mich doch am Arsch. Gebt mir doch wenigstens einen Schuh. Oder... Was weiß ich? Gebt mir irgendwas! Ha, Junge! Braucht man einmal nichts zu essen. Da findet man alles. Wirklich alles.
Aber hat man einmal Essen, findet man immer mehr. Hier muss noch eine Kiste sein. Hier muss noch eine sein. Und ich nehme jetzt mit meine Stimme wieder mit D, nicht mit D, sorry, mit Audacity auf. Also dürft ihr wenigstens jetzt auch mal die, oh Gott, ich muss was essen, dürfte die Audioqualität jetzt wenigstens mal ein bisschen besser sein. Und ja, also wie gesagt, mit Fraps läuft das eigentlich ziemlich gut. Ich habe Pfeile und keinen Bogen. Mit Fraps, die Frames sind konstant und ja, also das werde ich jetzt auf jeden Fall auch erstmal so weitermachen. Also wie gesagt, mit Fraps aufnehmen. Oh, bis ich das Problem dann mit DxStory behoben habe. Danach werde ich wieder auf DxStory umsteigen, weil es einfach mit dem Regeln der Tonspuren tausendmal besser ist. Aber bis dahin habe ich jetzt die Übergangsmöglichkeit, dass ich mit Fraps aufnehmen kann. So. Wir spielen ein bisschen Tarzan. Springen ein bisschen über die Bäume, obwohl es wahrscheinlich schlauer wäre, wenn wir unter den Bäumen wären, weil da wesentlich mehr Kisten sind. Aber so haben wir wenigstens alles im Blickfeld. Und eigentlich sind wir ja gar nicht so scheiße ausgerüstet. Dann können wir zumindest schon mal schauen. Es leben wir noch. Was? Ich bin ja gar nicht so schlecht. Da ist eine Kiste. Kiste, 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 Kiste. Ist da hier noch irgendwas, was wir vergessen haben oder so? Nee? Nein? Okay. Dann gehen wir jetzt mal zu der Kiste, die höchstwahrscheinlich leer ist. Schätze ich jetzt mal ganz schwer. Nee. Aber drin ist auch nicht viel. So, jetzt wäre natürlich noch ein bisschen Ausrüstung nicht schlecht, ne? Aber ich gebe mich auch damit zufrieden. Ah, ich kann ja nicht hier. Oh, ein Bogen. Das ist aber schön. So, die Angel lasse ich mal drin liegen. Da ist gleich noch eine Kiste. Was ist denn heute los? Oh, Junge! Schön ist es auf der Welt zu sein. Ah, heute läuft's. Heute läuft. Okay, da war einer. Da war jemand in der Nähe. Hm, wo sind sie? Until Deathmatch! Was? Oh Junge, nein, nein, hey, das, oh Mann. Das war doch jetzt ein schlechter Scherz, oder? Oh nein. Ja, Leute, ich hab mal wieder übelst gefailt. Und wenn euch das Video gefallen hat und ihr vielleicht mehr Bock auf Hunger Games habt und vielleicht mal nicht so eine Fail-Folge sehen wollt, vielleicht dass ich auch mal gewinne, dann lasst mir eine positive Bewertung da oder ja, ein einfach Kritik. Alter, was ist jetzt los? Kritik in den Kommentaren, ob positiv oder negativ, bleibt euch überlassen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein. Ciao.